Ja, und da willkommen und wir sind auf dem Weg zu unserem Laden, zum neuen Laden, da das Auto natürlich bis oben hin voll ist und ich habe hier keinen Parkplatz. Was soll denn das? Keinen einzigen. Wenn ich jetzt hier alles... Wow. Da passe ich nicht rein, dann stelle ich mich da vorne hin. Kann ich jetzt das jetzt alles bis dahinter schleppen? Genial. So. Frage ich doch noch legal. Was 5 Dollar kostet das hier? Hilft ja nichts. Okay. Auch nicht schlecht. Gibt sonst irgendwelche Meldungen? Derzeit kein Unternehmen zugewiesen. Ah ja, du bist mittlerweile bei 50%. Können wir uns einmal kurz reingucken? So, das ist ja das. Zufriedenheit, ja, ich weiß, du musst es auf Schulung, das hat dir nicht gefallen, ist klar. Dann kriegst du jetzt. Ja, ich glaube, Standard war das, ne? Ja, Standard war das. Regift. Und dann, wen nehmen wir als nächstes? Wir nehmen. Ich wurscht, wen wir nehmen, ne? Du bist ziemlich groß zufrieden, das heißt, du kriegst jetzt hier nichts, du kriegst hier nichts. Und ich schicke mal auf Training, jawohl. So, und dann gehen wir hier rein. Zeitplan. Und zwar, bitteschön. Huch. Oh, da haben wir ja voll. Und zack. Zack, das passt. Darfst du hier. Passt. Und hier darfst du auch noch einmal arbeiten. Voilà. Ist doch irgendwie. Gott sei Dank, das passt doch, oder? Weil ich da immer so kritisch lese hier. Ist ja kein Unternehmen zugewiesen, das ist klar, weil du ja gerade auf Schulung gehst. Zufriedenheit. 30 bis 50, ja, das ist ja drin. Magst sogar noch mehr arbeiten. Wunderbar, dann bist du auf Schulung gegangen. Wir schnappen uns die Sackkarre. Nehmen wir Wandregal, das wäre nicht schlecht, dann können wir das auch schon mal aufräumen, das andere. Einkaufswagen nehmen wir mit. Und Sicherheitspanel nehmen wir zweimal mit. Außenweg, heiß und fettig. So. Eieiei, darf ich hier bis dahinter laufen? So, wir hätten gerne. Platzieren. Machen wir direkt am Eingang. Sicherheitspanel. Ah. Dann hätte ich gerne, ups, in hier, ein Einkaufswagen, stellen wir jetzt mal dabei, ich würde übergehen, hier hin, damit wir das in Ruhe hier aufbauen können. Gibt es da eigentlich eine vorne und hinten? Ne, gibt es nicht. Ja, dann einmal Wandregal. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. So, noch einmal drehen. Stellen wir hier hin. Was haben wir hier drin? Ah. Nee. Zack. Mit den ganzen Wagen. Nochmal hier rein, bitte. Dann wird der Wagen verschwinden. Dann brauchen wir das hier. Das könnte da auch alles mal rein hier. So, zack. Und den Sack nehmen wir gleich mit, bei den brauchen wir. Die anderen werden jetzt gleich verschwinden. Oh, Energie schaut nicht mehr gut aus. Essen sowieso nicht. Wie es aussieht. Und ob wir das noch schaffen. So, zack, zack, zack. Das brauchen wir. Werden wir wahrscheinlich heute nicht alles schaffen. Wir werden wahrscheinlich nochmal uns hinlegen müssen. So spät ist es eigentlich noch gar nicht, aber anscheinend
Ich sag mal, schon spät genug. So, verwalten. Wir hätten gerne den hier platzieren. Einmal. Dann. Der Höhe, perfekt. Okay, das platzieren wir jetzt auf einmal mitten am Boden hin. So, und der da gehört dahin. Dann wärmen wir uns wohl einmal übel nach Hause begeben müssen. So, Bett, komm, du die Kacke rein. Lass mal ja nicht jetzt umkippen während der Fahrt nach Hause. Legen wir uns kurz eine Stunde hin. Dann fahren wir halt nach Hause. Huch, wofür sollte man schon nehmen? Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, einmal hier abbiegen, glaube ich, war das. Achtung, ich habe Blaulicht da oben drauf, auch wenn man es nicht sieht. Oh, hier rein, glaube ich, oder? Nee, das ist auf jeden Fall verkehrt. Ja, eine zu früh abgebogen. Toll. Na gut. Dann sind wir wenigstens mal in richtige Fahrtrichtung, wenn wir jetzt hier abbiegen. Zack, da steht ein Auto. Wird das Auto hier gestellt. Siehst du da, so, das gefällt mir, wo du wirklich schön Platz hast zum Hinfahren. So, parken. Huch. Und dann einmal hier rein da. Wir uns kurz was zum Essen rein. Die Frage kurz, bevor wir jetzt zum Schlafen gehen. Im Winter. Wir haben so wie nichts mehr. Und wir können aber auch nicht mehr bestellen. Ich sollte echt mal anrufen untertags, ne? Na gut. Da muss ich mal morgen auch noch einkaufen gehen. Supi. So, für wem habe ich eine neue Nachricht? Mitarbeiter. Hallo Chef, bisher hat es mir Spaß gemacht, hier zu arbeiten, aber zukünftig habe ich eine Förderung Bronze Krankversicherung. Aha, gibt es das jetzt mittlerweile auch? Eine Personalarbeiter mit der Bronze. Ist es jetzt dein Ernst? Dem, wo ich gerade auf Fortbildung geschickt habe, hat jetzt Bronzeversicherung. Geil. Oh, tut mir leid. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich enttäuscht oder beleidigt sein, aber ich habe einfach noch kein Büro mit Angestellten und alles. Super, schön. Ich freue mich. Natürlich gerade alles anders als geplant. Was haben wir hier? Index ist so ziemlich gut eigentlich, ne? Wie groß sind das? Ist es eigentlich schon gut? Viel zu groß zwar. Aber 10,45, 10,5. D ist es. Das ist auch D2. Das ist eigentlich ja ziemlich gut, ne? 45, 45, aber 4 plus. Ja, okay, gut. Ist auch das Einzige, ne? Ja, dann muss ich wohl übel, was meine Kunden auch will, Kunden sei schon, dass es denen wieder gut geht, den Mitarbeitern. Aber Index halt 10, das ist halt, also Verkehrs auf Verarbeitung 10, ja, Index ist auf jeden Fall gut, das ist gut. Dann 45, ja,
Das ist aber ein kleines Büro, oder? Jo, das kannst du knicken. Das machen wir nicht. Wir machen gleich ein bisschen größer. Muss man wohl übel holen. Hier werden wir unseren Hauptsitz machen. Gut, dann haben wir hier unseren Hauptsitz. Dann brauchen wir jetzt noch ein passendes Logo. Ja, das schaut doch gut aus. Ich glaube, Logo war schwarz, Schriftzug war grün, Hintergrund war weiß. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Richtig. Dann wird das einmal gespeiert. Ja, und jetzt können wir sozusagen schon manuell einkaufen und alles. Was ist das denn? Zugriff für Head-Möglichkeiten, alles klar. Öffnungszeiten. Ja, okay, gut. Kontakte. Lass mir kurz überlegen. Und zwar, du warst es, ne? Du hast ab 8 Uhr. Okay. Ab wann hat denn der Großmarkt hier auf? Der hat auch ab 8 Uhr. Gut, dann das heißt, wir können noch mal ein bisschen pennen gehen und zwar. Was weiß ich, um 7 Uhr. Ziehen uns trotzdem noch mal kurz was rein zum Essen. Dann fahren wir einmal sozusagen shoppen. Hilft dir nichts? Oh, sogar diesmal wirklich grün hier. Cool. Weil wir brauchen ja definitiv wieder ein paar Geschenke. Dann werden wir auch mal bei dem nochmal anrufen. Oh, jetzt kommt ein paar zu. Was bitte nur rot hier? Wir brauchen ja dann Personal auch. Jetzt ernsthaft ein Unfall passiert. So, dann fahren wir hier einmal vorbei. Und. Uah. So, wir brauchen ja ein paar Geschenke. So, fahren wir hier hin. Perfekt. Fahrzeug parken. Ups. Wir brauchen immer die Sackkarre, warum nicht? Und zwar hätte ich gerne zweimal preiswertige Geschenke. Dann hätte ich gerne zweimal teure Geschenke. So. Dann machen wir das jetzt gleich, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Einmal Kontakt. Und dann rufen wir mal bei dir mal an. Neue Kampagne. Und zwar brauche ich für meinen Hauptsitz die Reinigungskraft. Brauche ich da andere Personale? Hä? Ach. Wo war das denn gleich wieder? Schulung, Fitness. Hab doch irgendwo. Markenagentur? Nee, das glaube ich war das nicht. Irgendwo gab es das. Nee. Nee. Das ist ein riesen Bürogebäude. War das das nicht? Marketing, nee. Gab doch ein anderes Unternehmen, wo man dann das Personal kriegt. Warst du das? Nee.
Wenn man jetzt das wieder wüsste, was das jetzt, wenn zwar Bedarf für Bürogeschäfte, das ist es nicht, weil das ist ja Einkaufen. Personalverwaltung hier. Ja, das war doch das, oder? Ja, das, da bin ich ja eigentlich. Ja, da habe ich doch angerufen gerade. Antwerp Corporation. Ja, das ist es. Neue Kampagne. Kann da nur Reinigungskraft auswählen. Warum kann ich nur Reinigungskraft auswählen? Hier kann ich ja. Genau, kann ich alles wählen. Aber das könnten wir auch mal machen. Und zwar bräuchten wir hier einen Dienst. Das heißt, auch wieder 10-10 machen. Da brauche ich eigentlich Vollzeit. Dann machen wir das auch gleich hier. Zwischen Obst, Reinigungskraft, Teilzeit. Da gibt es immer auch mal 10-10, was wurscht ist. Und dann brauche ich noch mal mit den Laden brauche ich noch mal Sicherheitsbeamten. Dann haben wir erstmal genug. Da, wir können nicht alle betätigen, aber dann können wir uns die richtigen raussuchen. Das war jetzt vielleicht übertrieben mit den Sicherheitsmann, weil da brauchen wir wirklich nur einen. Aber sei es drum. Aber ich finde es das komisch, dass ich jetzt hier nicht sage, ich möchte jetzt hier Ding haben. Ja, Logistik. Zeitplan Einkäufer. Nur Einkäufer, was? Ja, das ist klar, aber ich krieg kein Personal. Gar nichts. Und warum nicht? Was brauche ich denn da? Ich meine, dass es sogar bestimmten Laden gab. Das ist ja Marketing. Hab zwei Büros, das weiß ich noch. Wenn ich mich jetzt komplett täusche. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo jetzt der war. Weil wir haben jetzt hier Personal, ja. Marketing, das wird jetzt sehr da aufleuchten, ja, genau. Fitnessstudio, Bundesbehörde. Hier. Aber das ist ja. Nee, das ist es nicht, was ich möchte. LKW-Reparatur, Einrichtung, Bank, Sale. Die Schule habe ich ja alles erledigt. Das wundert mich eigentlich gerade. Dass ich da kein Personal krieg. Oder kann ich das erst in Anführungszeichen machen? Wenn ich ja, Tische und Stühle drin habe, also Schreibtische habe, dass ich das erst dann freischalten kann. So, Bürobedarf. Wo waren das? Gibt es das überhaupt noch? Gibt es gar nicht. Geschäft für Bürobedarf gibt es nicht mehr. Jetzt wieder komplett lost. Leuchtet eigentlich nichts außer das, was ich eigentlich haben möchte. Ach Gott, da hinten. Schließt um 16 Uhr. Das machen wir auf jeden Fall mal Ziel festlegen. Wir fahren jetzt aber erstmal hier kurz einmal bezahlen, bitte. Dann fahren wir erstmal zu dem Laden von uns, damit wir abladen können. Weil sonst, ja, wird der Laden leer gehen. Eigentlich wollte ich ja
wie sagt man so schön, huch. Ja, ja, ich weiß, ich bin über hoch gefahren. Ach geh, jetzt muss ich wieder so weit parken. Den neuen Laden aufmachen. Aber wenn das dann so ist, hoffe, dass das so ist, werden wir da herausfinden. So, Sakare, ich hätte gerne das hier und das hier. Schmeißen wir das kurz in den Laden rein. Dann haben wir hier wieder Vorrat drin. So, da haben wir wieder Vorrat. Dann gehen wir mal kurz im Bürobedarf rein. Für mich würde es halt jetzt brennend interessieren. Ja. Gut, aber das schauen wir dann sozusagen in der nächsten Folge an. Und bis dahin, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn es euch langweilig wird, es gibt genug Videos auf dem Kanal, schaut doch mal da vorbei. Und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.